Wir haben heute einen neuen Battle-Report am Start. Heute probieren wir nämlich mal die neuen Baratheon Champions of the Stack aus. Yannick hat hier dabei. Aber weil Daniel heute zu Gast bei uns ist in dem Battle Report, darf der zuerst mal seine Armee vorstellen, denn er spielt heute die Starks, und zwar mit Howland Reed als Commander. Dann fangen wir an, Daniel. Hallo, ja, das ist korrekt. Ich spiele meine Reed-Liste, die ich auch in dem Tabletop-Simulator-Tournament, den großen, momentan ins Feld führe und bin sehr gespannt, wie das heute ausgehen wird. Ich habe dementsprechend Howland Reed als Commander, in Sue Commander, Arya Stark, für die Free Attack bei den Quenoks, dann Ward of Rey. Und an Combat Units habe ich dabei von links nach rechts die Quenokman Trackers mit einem Quenokman Warden, Thorn Swords mit Bran und Hodor und dann eine Unit, das ist nicht ganz richtig abgebildet hier, aber auf dem Feld ist es richtig, Shields mit Mera Reed, eine Unit Stormcrows mit, wie heißt unser kleiner Rickon und Orsha, dementsprechend auch mit Shaggy Dog. Und noch eine Unit Outriders für das letzte bisschen Mobilität und Punch. Genau. Summer dementsprechend ist ja auch dabei wegen Bangalore. Okay, dann einmal zur Yannicks Armee. Gut, als erstes Mal habe ich schon echt Angst vor der Armee, die Daniel ins Feld führt. Gut, wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch schon mal Howland Reed gespielt und Howland Reed ist echt stark und mit einer langsamen Liste kann das echt schwierig werden. Genau, in meiner Liste als erstes mal wollte ich die Champion of the Stack mitnehmen. Die sind jetzt eine neue Einheit, die sind genau heute gerade von einer Stunde oder so gerade erst gespoilert worden. Kosten 10 Punkte, was ziemlich viel ist, aber man muss dazu sagen, die haben einen ziemlich coolen, ein ziemlich cooles Profil, treffen auf die 3 plus, 8 Attacken, auf den ersten Rang 6 Attacken, auf den zweiten eine Verteidigung von 2 plus, was es lange Zeit jetzt nicht mehr gab, nachdem die Flatmen geändert worden sind, Moral von 5 plus, also extrem defensiv, sollten ziemlich viel aushalten, sind halt eine Kavallerieeinheit und haben Champion's Wrath mit Critical Blow und die Fähigkeit, dass der Gegner weakened wird, wenn sie eine 1 würfen. Und dann noch eine zweite Fähigkeit, das ist Parry, wo der Gegner eine Wunde kriegt, wenn er auf seinem Angriffswurf eine 1 würfelt, was recht gut mit dem Weaken-Token von dem Champion's Wrath synergieren sollte. Insgesamt eine sehr defensive Einheit, sind auch nicht besonders flott unterwegs mit der Bewegung 4. Und die Bewegung 4 bringt mich eigentlich schon zu meiner Commander-Auswahl. Das ist nämlich Davos Siever, der hat die Karte Flea Bottom Tricks. Das heißt, er hat die Möglichkeit, eine Einheit, wenn sie aktiviert, eine freie Bewegung oder einen Marsch machen zu lassen. Dementsprechend sollte meine Armee ein bisschen flotter unterwegs sein und er hat noch eine zweite Karte, die ihm auch nochmal ein bisschen Bewegungstricks gibt. Ja, ich hatte gehofft, meine recht langsame Armee dadurch ein bisschen auf Vordermann zu bringen und sie ein bisschen zu beschleunigen. Und ja, recht langsame Armee halt, da ich 2 Einheiten noch Wardens dabei habe, um halt ein bisschen meine Flanken eventuell zu halten. Und dann habe ich noch 2 Einheiten Cutthroats, um noch ein bisschen Punch mitzubringen, weil die Champions und die Wardens zusammen, denke ich, haben keinen so großen Schadensoutput, sollten aber recht lange überleben, damit die Cutthroats ein bisschen Arbeit machen können. Dann habe ich noch als NCUs dabei Axel Florent und Chaiwa Abel und Taisho. Axel und Chaiwa sind dabei, einfach weil sie 3 Punkte kosten, weil mir einfach die Punkte gefehlt haben am Ende. Einfach weil ich nur noch 10 Punkte für NCUs dabei hatte, weil ich 5 Combat Units spielen wollte. Budget NCUs halt. Und Tycho ist dabei, um meine Armee noch ein bisschen länger am Leben zu halten, um ein bisschen die Kampfkraft hochzuhalten. Ich denke, ist vor allem, wenn man jetzt auf die Cutthroats guckt, gar keine so schlechte Wahl, da sie doch sehr schnell Wunden bekommen und Ränge verlieren. Und um halt einfach länger im Kampf bleiben zu können mit denen. Ja. Okay. Ja. Dann gehen wir mal zum Tisch. Wir spielen heute
A Clash of Kings. Die Jungs haben schon bereits zwei ihrer Einheiten aufgestellt. Beim Daniel sehen wir einmal hier die Sworn Shields mit Mira und dann einmal hier die Stormcrows mit Rickon und Osha. Auf Yannicks Seite haben wir dann einmal die Champions und dann einmal die Wardens nackt. Genau. Ja. Yannick darf entscheiden, wer den ersten Zug hat. Genau. Dafür dürfen wir uns als erstes mal jede drei Taktikkarten ziehen. Ich glaube, dass ich gerne den ersten Zug haben wollte. Für Überraschung, genau. Ja, ich denke, ja, mit der recht starken zweiten Runde und Überhangaktivierung der zweiten Runde, das ein bisschen kleiner zu halten, ist, glaube ich, erst Spieler in der ersten Runde doch recht sinnvoll. Gut, dann auf ein gutes Spiel. Ja, wünsche ich dir auch. Gut. Na dann. Dann würde ich, glaube ich, einfach anfangen. Axel Florent auf. Oh. Ach, Axel Florent auf die Wef-Zone zu setzen. Würde zwei Karten ziehen. Und dann noch einen Condition-Token verteilen. Und ich glaube, ich würde hingehen. Ein Vulnerable Token auf deine Sworn Shields verteilen. Okay. Tu das. Ah, ich darf noch ganz kurz, ich darf noch Axel Florent verteilen. Ja, anlegen, stimmt, musst du noch. Ja. Genau, an die gleiche Einheit. Dieser Bedingung würde ich ja das. Ah, das ist Zeit, das Manöver. Ist okay. Ich gehe hier rauf, würde zunächst mal die Token runternehmen und den Goldholder hier anlegen. Ich weiß, dass es keinen Effekt hat, aber zumindest die Runde kriegst du ja. Ja. Ich glaube, gegen die Champions ist es recht sinnvoll, Autowunden zu machen. Recht viele. Ja. Dann würde ich hingehen, genau, mit Shira auf das Manöverfeld, würde meine Wardens hier freies Manöver machen. Genau. Ein Manöver für zwei Wunden, die du weniger kriegst, denke ich, ist ein recht guter Tausch. Zumindest aus meiner Sicht. Das wäre halt noch ein Token gewesen, ne? Ja, ja. Stimmt. Zwei Wunden Token. Es geblockt hätte. Lass mich überlegen, das spielt jetzt wahrscheinlich noch keine Rolle. Dementsprechend aktiviere ich Howland. Gehe auf die Krone und muss ihn ja dementsprechend hier anlegen, weil ich keine 2 anlegen kann. Genau. Und ich würde trotzdem auf Glück mal deine Champions testen lassen. Auf die 6 wäre das? Ja. Okay. Das kann man mal machen. Ich würde dann einfach die Krone, die Schwerter einnehmen. Einfach. Weil die mal besetzt sind. Kein satten Charge oder so ein Spaß. Muss ich kurz überlegen. Okay, ich nehme erstmal. Ah ja, du bist dran. Okay, das heißt. Ach ja, ist aktiviert. Dann würde ich einfach hingehen, hier mit den Wardens. Die 8 nach vorne gehen. Das heißt, ich vermute mal, dass selbst mit einem Pivot ich nicht in der Lage bin, das Ganze einzunehmen. Nein. Ja, und dann glaube ich, würde ich einfach mich noch ein bisschen zur Seite pivoten. Genau. Dann sind meine Wardens aktiviert. Dann würde ich mal ein bisschen messen oder mal ein Training. Ja, also ich aktiviere meine Songgrowth. Ich brauche das Play gleich noch. Ja.
will mal mich so bewegen, dass wenn du mich aus welchen Gründen auch immer chargen solltest, dass du dann nicht mehr auf dem Teil stehst. So. Ja. Das ist die Frage, ob ich dich wirklich chargen möchte. Davon gehe ich nicht aus, aber wenn ich dir die Gelegenheit biete, mich zu chargen und auf dem Teil zu stehen, wird es halt attraktiv. Ja. Dann habe ich ja nur noch meine Champions. Ha, out activated. Das ist das Clash of Kings als Zweitspieler nicht schwierig. Alles richtig gut. Aber ich finde, es wird häufig unterschätzt, wie viel so eine Aktivierung machen kann. Wäre dumm. Du musst nämlich genauso machen wie du. Sonst schaffst du mich gleich. Das wäre. Ja. So, du musst 5, dann kann ich nur 5 nach vorne gehen. 5, was? Also sonst, ja. Ach so. Ja, okay. Ein bisschen weniger noch als 5. Genau, auch damit, falls du mich chargen solltest, du nicht auf dem Objective stehen bleiben kannst. Alles klar. Solltest du eigentlich nicht. ja. Ja. Ich werde dir gleich offenbaren, wie das hier vorsichtig. Was ist das? Ist der schon wieder abgetaucht? Ja, der das Problem ist, dass es halt zwei Objekte sind, die auf der gleichen Höhe sind, von ihrer Oberfläche. Also ich aktiviere die. Ich würde da eine Bewegung vollführen. Ja. Bis hier. Und dann noch gleich pivoten. Ja. Oh. Sieht's verändert. Ah, es geht jetzt nur noch so. Ja. Crazy. Ah, sehr cool. Wir sind uns einig, dass die Flanke hier safe ist, wa? Ja, müsste. Also wir können auch ganz kurz, wenn du auf Pivoten gehst, dann kannst du die Charge an der untersten Reihe, kannst du die Charge Ruler. Jetzt passt es, ne? Solltest du eigentlich. Ja. Ja. Dann stehen die ganz hervorragend so. Perfekt. Ja, wunderbar. Dumme. Gut. Genau, ich hatte angefangen, dann sind wir. Warum jetzt hast du 2 Runden auf deinen Champions of the Stack? Das stimmt nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Fehler, ja. Muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Genau, ich hatte angefangen, dann gehen wir jetzt zur zweiten Runde über. So, da ich nicht vorhabe zu sterben, schmeiße ich North Members ab. Aber dann hatte ich schon. Ich bin auch gerade noch am Überlegen. mir geht's ähnlich, ich werfe Last Stand ab, weil ich auch nicht vorhabe zu sterben. Stack Swift, weil einfach die Karte blöd ist, und Baratheon Conviction, weil die Karte ist zwar nett, aber ich glaube nicht nett genug, damit es sich lohnt zu behalten. Dann ziehe ich eine Karte nach. Dann Start of the Round. Ich möchte keinen Trigger benutzen. Ich auch nicht. Den Trigger, den ich hätte benutzen können, habe ich gerade eben abgeworfen. Das stimmt. Dann würde ich Walder aktivieren. Ja. Ich bin ja First Player. Und würde konservativ ihn draufstellen. Erstmal das Feld benutzen.
Ja, fein. Und wo sind hier die Tokens? Achso, die Idioten. Die sind jetzt auf dem Tray. Sehr gut. Sehr gut, tatsächlich. Und schwierige Chose. Ich würde hier ein Vulnerable drauf machen. Okay. Und ihn persönlich legen wir hier an. Große Überraschung. Und machen noch eine Wunde drauf. Ich würde T-Shirt aktivieren, auf das Manöverfeld gehen, mit meinen Wardens die paar Zoll, die mir noch fehlen, nach vorne gehen. Einfach aus dem Grund, dann habe ich hier das Objective schon mal geclaimed und du musst es mir abnehmen. Genau. Und du kannst deine schönen Karten nicht alle benutzen. Ja, so. Denkst du. Also nicht so gut benutzen. Sagen wir so. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Lass mich kurz nochmal was checken. Ich aktiviere Howling Reap. Ja. Ich würde auf Back gehen und ihn hier angehen. An die Wardens? Ja, muss ich. Ja, stimmt. Ich glaube, Achse Floron auf die Krone setzen. Würde ich vermute mal deine Stormcrows noch draußen, dann würde ich deine Stormcrows einen Paniktest machen lassen mit minus 1. Ja. Hast du nochmal einen D3? D3 liegt am Platz. Danke. Ja. Das sind 4. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Kann man machen. Und dann würde ich, glaube ich, Axel Flora auch noch auf die Einheit hier ein. Obwohl. Doch. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, aber. Ja. Das ist nicht gut. Dementsprechend müssen wir es irgendwie langsam spielen, auch wenn mir das nicht gefällt. Dann gehe ich hier drauf und tue nichts damit. Alles klar. Dann würde ich die Scheibe aktivieren, die macht nichts. Boring boy. Na gut, dann. Können wir jetzt ja Dinge auch aufs Feld, ich gehört. Ja. Ich vermute mal, dadurch, dass du einfach Starks bist, hast du die Möglichkeit, so viele Sachen hinzustellen, ohne dass du was machen musst, dass du doch ein paar Überhangaktivierungen diese Runde kriegst. So. Ja. Ja. Ich glaube auch. Ja, ja. Ich möchte so stellen, dass potenziell ja noch eine Unit hinpasst. Ja. Und ich trotzdem in Reichweite der Palisade komme. So komme ich ja eh. Na, Quatsch, was rede ich. Ja, aber du kannst nicht zerstören diese Runde. Das ist korrekt, ja. Ja. Gut. So ungefähr. So, dass sie nicht auf den Punkt laufen können, sehe ich das nicht? Ah, doch, ich glaube schon. Ja, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht sicher, ja. Ich würde sie einfach Battle Ready machen und minimalsten noch verschieben, damit sie auch auf den Punkt wirklich drauf kämen. So. Ja, dann bist du dran. Klar. Dann würde ich Summer so hinstellen. Ich glaube, ich aktiviere meine Champions of the Stack. Okay. Warte. Ja. Dann lass mich kurz schauen. Ja. Kannst du machen. Ich würde dann, wenn du dich bewegst, die Order von mir. Ja, also keine Howland-Karte jetzt. Nee. Alles klar.
Dann, wie weit bin ich weg? Habe ich ja gar nicht. Auch hier, lol. Ich bin gerade am Schauen. Ich sollte auf jeden Fall drin sein. Mit meinem Charge, also vier freies Manöver, dann noch das Manöver plus die mindestens eins, die ich würfel. Du darfst mir dann gerade meine D3 Wunden verteilen. Natürlich sind es fünf. Aber insgesamt habe ich jetzt schon fünf Wunden kassiert. Ich würfel ganz kurz noch, ob es ein Disorderly Charge ist oder nicht, auf eine 1 oder 2. Den habe ich zumindest geschafft. Mhm. No. Und dann habe ich jetzt, einen Moment, 8 Attacken auf die 3 plus ohne Fähigkeiten. Mit einem Reroll. Oh ja. Mit einem Reroll. Schade, dass du mich gecancelt hast. Wäre nämlich 3 Crits gewesen. Wie bitte? Es wären 3 Crits gewesen. Ja. Dass ich keine Fähigkeiten habe. Ich würde die Order der Shields benutzen wollen. Ja. Und D3 blocken. Das sind nur noch 4. Der Würfel kann auf jeden Fall. Die nicht. Ja, sind ja nur 2. Uff. Es sind 5 Wunden. Autsch. Da ist der Paniktest doch noch gerissen. 6. Ah, verdammt. Ja, stimmt. Gut. Nimmst du sie gerade raus, oder? Achso, ja, kann ich machen. Ich war mir nicht sicher, ich wollte nicht dazwischen forschen. Ich die hier stelle. Zum Beispiel. Ja. Wäre ich definitiv out. Ich würde es mal so hinstellen. Ja. Ich würde jetzt die Cutros nehmen. Hier hinstellen. Gut. Ich würde den Charge ansagen. Ja. Und ebenso in deiner Flanke durchführen. Alles klar. Ich möchte mir hier Platz lassen. Wie ist denn das? So wäre kein Platz zum Chargen, richtig? Ja. Ja. Traurige Sache. Dann machen wir das so. Alles klar. Kommt da gleich noch Outriders. Mal gucken, ob es das noch nötig ist. ich würde Northern Ferocity spielen. Alles klar. Und ich würde auch Barnes. Nein. Oder Hodos. Ich bin noch auf einer 4-Plus-Verteidigung. Ja. Und du wirst vulnerable. Ja, das könnte in die Hose gehen. Schau mal. Ich war noch am Überlegen, ob ich Taisho einsetzen sollte. Hm. Da habe ich mir so, ja, außer jetzt genau diese Kombo in der Hand. Auch, ne? Ja. Gut, schau mal. Achso, den D3 würfel ich jetzt mit dem Re. Ah, das. Die D3 waren jetzt für Stark's Fury, die jetzigen. Was? Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich Stark's Fury gespielt habe und ich habe auch noch keinen gewürfelt. Genau. Das ist für Bran und Hodor, leider, also habe ich so gesagt. Jetzt kommt Stark's Fury. Ja. Klare Sache. So. Dann sind es 9. Ja. 4. Warum? Du hast einen Crit dabei. Das sind 10. Oh, das sind 10, ja. Danke. Nice. Genau. 10 auf die 4 plus. Autsch. Ich habe
4 gesaved. Das reicht schon, ne? Ne, wären 6. Ne, achso, ja, genau. Dann mach müsste noch einen verlieren. Ja. Alles klar. Alles klar. Well done. Dann habe ich aber noch einen Paniktest, den ich immer noch verpatzen kann, auch wenn ich eine 5er Moral habe. 6er, jetzt. Ja. 5er Grundmoral, 6er. Hm? Okay. Ich habe eben schon 11 gewürfelt, die Jungs. Sind dabei. Gut. Ich beschwere mich definitiv nicht. Ich würde dann hier die Einheit von Davos in die Mitte stellen. Ready machen. Dann bist du dran. Am Anfang von deinem Zug würde ich Tycho benutzen. Mhm. Würde dann 5 Leute wiederherstellen. Und dann bist du dran. Ja, schön. So, dann. Wir machen auf jeden Fall schon mal genau das, was ich will, nämlich viel. Es geht ja hier auch um Punkte in dem Spiel, ich habe nicht vergessen. Ja. Fertig. Ja, ich bin aufgestellt. Einen Moment. Ich würde hier mit den hingehen und 10 nach vorne marschieren. Oh, gut. Dann bist du dran. Aktivierung. Das finde ich, dass du das so machst. Dann würde ich jetzt angreifen. Also, Entschuldigung. Ich würde meinen Outrider aktivieren und angreifen. Ja. Genau, das will sie. Also, ich stelle dir jetzt nur mal der Sache. Also, ich weiß, dass ich mich hinstellen kann. Ja, chargen solltest du ja. Genau, ich würde einfach mal würfeln. Gerade für ein Disorderly. Alles klar. So, das müsste jetzt ja auch wieder klappen, ne? Genau. Perfekt. So, du wirst weakened und panicked. Oh, warte, ich hab's. Kann es jemand sehen? Ja, es ist 4 Treffer, ne? Okay. 4 Misses, 4 Treffer. Sechs Treffer. Aber dieses Mal nur mit minus 1, das heißt immer noch 3 plus. Oder habe ich irgendwas? Ne, nur auf die 3 plus. 3 plus in der Mitte vom Spielfeld. 2 gehen. Und dann noch ein Paniktest. Warte, ich könnte dich ja rerollen lassen, dann könntest du sterben, ne? Genau. Ich möchte nicht. Andererseits, warte mal, wenn du so da stehst, ne, könnte ich natürlich mit Aya auch schön sozusagen Start of the Round wegsnipen, damit du nicht wiederkommst. Aber du kommst dann wieder, weil du unaktiviert bist. Ja, okay, dann genau. Mach mal. Dann wirf mal. Genau. Das heißt, meine Einheit ist weg. Beziehungsweise, ja, nochmal. Ja. Das heißt jetzt, meine Einheit ist weg, juhu. Nicht juhu. Du bekommst einen Siegespunkt. Punkt, kann ich jetzt auch drücken. Ja, cool. Meine Einheit war aber aktiviert. Das heißt, sie kommt,
diese Runde nicht mehr zurück. Das ist klar. Du darfst einen Search Forth machen. Ja, ich überlege gerade, ob ich mit den Raidern den Punkt will oder ob ich das mit dem Hund machen möchte. Ich glaube, auf Davos Einheit ist noch das Aktivierungstoken. Ah, ja. Dann lass mal die Karte zurück. Na gut, das heißt, wenn das jetzt zurück ist. Gut, dann machen wir das mal. Also, ich bewege die mal auf den Punkt jetzt in verschiedenen Bewegungen. Sollte mit 5 reichen trotzdem. Ja. Ui. Achso, warte mal. Sorry, ich meinte, ich komme aus dem. Also, ich stand ja parallel zu den Swords, da komme ich nicht. Du warst jetzt. Hast ja, so ist ziemlich okay, ne? Ja, so. Das so zu viel, müsste, ich glaube, mehr kannst du dich nicht bewegen, weil du. Ja. Also, ein bisschen nach vorne sollte eigentlich noch gehen. Weil die standen eher Ecke aneinander, ja. Genau, so sollte gehen. Alter. Genau, aber weiter zurück müsste ich noch können, ne? Das sollte gehen. Ja, so, solange du mehr zu deiner eigenen Einheit gehst. Aber weiter, ja. Schön auf dem Leichenberg, da stehen Pferde gerne, wissen wir. Genau, weil sie so gut wegkommen. Aus dem Leichenberg. Gut. Ja, gut. Ja. Ja, passt. Du hast noch, welche Einheit kannst du noch reinbringen? Du kannst doch die Craigman reinbringen. War dann nicht die? Achso, die anderen dürfen sich ja nochmal ausrichten, ja. Genau. Ja, ich glaube, ich würde da was aktivieren. Ich würde. Ja. Entschuldigung. Ja. Und ich würde Quernercraft spielen, also das gleiche Trigger. Genau. Und ich krieg. No. Bei mir ist es halt nur die plus 1 auf die Bewegung, bei dir die minus 1. Alles klar. Wie bitte? Ja, bei mir ist es die plus 1, bei dir die minus 1, minus 2 auf die Bewegung. Das heißt, ich bin immer noch bei 12. Mhm. Mit dem Pivot komme ich auch nicht drauf. Theoretisch. Mach nur. Ist halt alles andere als sinnvoll, weil ich dir dann noch einen Siegespunkt abgebe. Weil ich würde mich trotzdem noch leicht pivoten. Bist du dran? Nein. Ich hätte mir schon fast sowas gedacht, aber ich musste es einfach probieren. Weil sonst wären es einfach 2 Siegespunkte für mich. Ja, klar. Ich glaube, hätte ich die weiter rechts aufgestellt, wäre es einfacher gewesen. Hätte ich sie mit dem Pivot eventuell noch drauf gekriegt. Dann würde ich vermutlich Mirror Read aktivieren. Mhm. Ja. Also ich werde die ein bisschen. Ja gut, ich kann das werde dann rüber machen. Ich werde pivoten. Boah, Alter. So, dann muss ich vorlaufen. Ich könnte noch einen Zoll weiter. Den mache ich jetzt auch nochmal. Ja. Alles klar. Damit dann noch deine Cranekman durchpassen. Ja, das müsste ich machen. Genau, es müsste grundsätzlich
Dann bist du dran. Ja. Dann würde ich hier meine Wardens aktivieren und die laufen einfach ihre 8 nach vorne. Und bewitten sich dabei noch. Mhm. Bist du dran? Dann stelle ich dich auf. Du bist dran. Woher kommt das Weekend Token, das Wonderful Token auf meinen? Ja, keine Ahnung, habe ich nicht drauf gemacht. Gut. Sollte da nicht sein. Gerade leicht verwirrt. Hier waren aktiviert. Hast ja nur noch deine Kranax und deine Wölfe und die Dings. Ja, ich glaube, meine Wardens haben keine andere Möglichkeit, als dich jetzt einfach zu verkloppen zu lassen. Als nichts kommen zu lassen, oder was? Ja, die Sache ist, wenn ich dich charge, bin ich halt vom Objective runter. Ja. Ja. Das ist ein wenig problematisch. Okay, dann würde ich meine Granox aktivieren. Ja. Und es wird der Draht spielen. Ja. Okay. Die Order benutzen. Ja, und mich abschießen. Genau, ich kriege zwar keine Rewards, aber hey. So, ich weiß nicht, ob es jetzt. Muss ich mal kurz messen. Ja, du bist drin. Gut. Na dann. Jetzt zwei Attacken. Das sind 3 mächtige Treffer. Stimmt, das ja. Okay. Ich dachte, du wolltest mich töten. Ja. Nächste Runde. Aber hey. Runden. Dann noch ein Paniktest. Müsste es sogar ein Kopfball sein. Ja, davon wäre ich jetzt auch ausgegangen. Ja. Ja. Dann plus 1, minus 1 auf die 7, den ich gerade so halte. Ja, gut. Dann mache ich jetzt die normale Attacke. Ja. Ja. Gucken, ein paar mehr. Ja, genau, jetzt sind es 4. Es geht doch schon mal in eine bessere Richtung. Ja, genau, die Tendenz stimmt. Nur sie könnte schneller steigen. Ja, das allerdings waren weniger Runden im Endeffekt. Ja. Nur weil die Tendenz stimmt, heißt es ja noch lange nicht, dass das richtige Ergebnis rauskommt. Das ist richtig, ja. Von dem wir jetzt den Panikfest auch noch bestehen würdest. Ne? Ich gehe erstmal Summer und laufe in der Summe da hinten rüber, sodass ich dann hier stehe. Muss aufpassen, ich glaube nämlich, wenn du dich zu weit pivotest, bist du, ja, so soll es gehen. Bist du außerhalb von diesen 1 Zoll. Hm. Ja. Jupp, der ist aktiviert. Und ich aktiviere. Und du kriegst jetzt einen, wir kriegen beide einen Punkt, das ist irgendwie so, ja, okay, mach das halt. Ich aktiviere die, also ihn. Ja. Und lauf hier rüber. Ja, ich laufe ein bisschen weiter. Und ich will eigentlich auch so. Ja. Ja, interessant. Ich probiere parallel schon mal, wie ich mich hier stellen will. Ja. Ich hoffe, so würdest du ja. Ach nee, deshalb, ja. Ich glaube, ich würde sogar genauso bleiben, wie ich war. Mhm. Damit du halt dann gucken kannst. Und den Punkt gönne ich dir die Runde. Mal schauen wir. Das, ja, hatte ich mir schon fast gedacht, dass du mir den Punkt gönnst, die Runde.
Echt ärgerlich, ja, dass ich in der Mitte nicht drauf gekommen bin, dass du die richtige Karte zur richtigen Zeit hattest. Ja. Aber so kann es gehen. Kam durch den Kartor. Ja, der Plan theoretisch für mich war, ich binde deine Einheit nach vorne, dass du keine Möglichkeit hast, meinen Commander anzugreifen, wenn ich dir das Objekt angenommen habe. Klar habe ich dann eventuell das Problem, dass du mich tötest. Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich ist natürlich aber auch immer die Gefahr, die besteht, wenn man sowas macht. Ich muss ja auf den Köder nicht eingehen. Ich hätte ja auch sagen können, alles klar, dann lasse ich jetzt hier mal Nahkampf laufen zwischen, was weiß ich, Shields und der Unit. Du hast ja gecharged. Ja. Und die anderen mobilen Units laufen halt drumherum. Also die, die Sache mit dem drumherum laufen wird halt schwierig, weil ich halt wirklich sehr zentral bei dir. Ja klar, aber du musst ja nicht, also wenn die jetzt hier gestanden hätte, irgendwie in der Mitte, kann ich ja trotzdem die Wege drumherum machen. Also ja, die werden enger, aber sie sind noch da. Ja. Kommt dann immer drauf an, was für Karten du dann auf der Hand hast. Auch das. Gut. Aber es ist halt auch verlockend, wenn man die Kraft da hinstellt. Das ist schon richtig. Also das ist magnetisch. Ja, ich war auch gerade interessiert, wie das ist, was die alles aushalten. Ja. Weil die haben jetzt 3 Attacken ausgehalten. Ja, und die kamen ja irgendwie mit ein bisschen weniger rein, ne? Mit 5 Runden weniger. Also die sind ja mit halbem Leben reingelaufen. Am Ende der Runde kriegt jeder von uns einen Siegpunkt. Ja, korrekt. Darf ich das klicken? Das macht Spaß. Ja. Ich würde, glaube ich, Everything abwerfen. Und würde dann noch 2 Hast du eben auch gemacht, oder? Du hast schon 2-mal komplett abgeschmissen. Nee, ich habe immer eine Karte behalten. Das heißt, wir sind jetzt in der 3. Runde. Ja. Und ich bin Startspieler. Genau. Ich würde Start of the Round Trigger benutzen wollen. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Ja. Ich meine, es ist halt so eine Frage, ne? Aber ja, doch schon. Also, definitiv. Ich werde mich dazu jetzt nicht weiter bewegen, großartig, also so weit wie ich kann halt. Ja, und ich schieße mich einfach ab mit deiner Order. Genau, dann versuchen wir das mal, wir haben jetzt ja Rerolls. Der Versuch ist wert und das sieht schon nicht so schlecht aus. Das sind 8 Treffer. Alles klar. Und dich eingeschossen. Du hast ja gesagt, dass das stimmt. Jetzt sind sie warm. Ja, mit Rewards geht immer alles besser. Das ist eine 5. Das selbst das tatsächlich. Frechdachs. Krass. Ich krieg 4 Wunden, ja. Das heißt, ich muss noch einen Paniktest machen. Ja, ja. Das demotiviert mich trotzdem schon. Das ist doch immer das Schöne an dem Spiel, wenn du deinen Gegner demotivieren kannst. Ja. Ja, aber jetzt durch den Paniktest sterben sie. Ja. Ja, okay. Dann kriegst du noch einen Siegespunkt. Es ist voll, es geht so aufs Belohnungszentrum da drauf zu treffen. Unglaublich. Ja, okay. Dann darf ich aber gleich meine Einheit nochmal reinbringen, weil ja, die war jetzt zerstört. Genau. Mehr Siegpunkte, her damit. Bring them back in. Die Frage, was ich jetzt machen möchte. Ich hatte auch vergessen, Start of the Round hätte ich noch einen Trigger gehabt. Den hätte ich angelegt, wenn das noch okay wäre. Ja, klar. Zu spielen. Solange nicht du sagst, ich wollte da was wegmarschen. Nee, das. selbst die Karte bringt halt am Anfang nichts. Und da ich. Also, wer wusste, dass du das hier machst? Achso, das ist nicht die. Ah, okay. Stimmt, das ist an. Die andere ist ja. Nee, die March-Karte geht auf Activation, ne? Nicht genau, wenn die Einheit aktiviert. Genau. Ich würde hingehen, Scheiber aktivieren, auf die Taktikzone setzen. Mit Scheibers Effekt würde ich das Wundable Token hinten bei der einen Einheit heilen. Dann 2 Karten ziehen. Alles klar. Und dann darf ich noch einen Token verteilen. Und ich glaube, ich würde ein. Zu schade. Ja. Fragen. Ich glaube, ich würde ein Recon-Token auf deine Outriders verteilen. Hm. Na gut, machen wir das mal. Ich aktiviere tatsächlich. Howland. Ja. Da vorne habe ich nicht so viel
Na, da stehst du halt dann da drauf. Das ist auch ungünstig. Egal. Ja, ich aktiviere Howling. Ja. Man kann halt irgendwie nicht alles haben. Und gehe tatsächlich hierauf. So, du hättest dann, warte ganz kurz, ich lege ihn erstmal an. Ja. Hm. Ja, ist okay. Und dann mach mal den Test. Alles klar. Sind drei Leute. Baratheon Conviction ist weg. Stimmt, ja. Danke für den Hinweis, ja. Vergesse ich auch öfters, weil das ist eine Karte, die ich nicht ganz so häufig spiele. Ich sie nur spiele, wenn ich sie wirklich gerade aufziehe. Am Anfang von der Runde. Ich glaube, ich würde mit Axel Florent auf die Rev-Zone gehen. Mhm. Würde hier drei Leute heilen und darf ihn noch anlegen. Ich glaube, ich lege ihn mal hier an deiner Ort weiter an. Versuchen wir es mal. Okay, also ich würde, das Problem ist halt, komme ich nicht drum rum, ist dann halt auch, ach, kann ich ja nicht mal. Ha! Ich sehr clever gespielt, ja, alles in allem. Ja, clever gespielt. Hast du dich gerade selbst zugebaut? Naja, beziehungsweise, ich kann ja hier, ich dachte jetzt so, ich bin jetzt gezwungen, Warder zu spielen. Also zu nehmen, weil sonst kriege ich ihn halt nicht platziert. Und ich kann ihn ja nicht mal mehr, nicht mal da anlegen, wo es ein bisschen Sinn machen würde. Meinst du an meinen Champions? Ja. Ja. Nee, ich meine, ich kann sie nicht mal an deinen Cutthroats anlegen. Weil stimmt. Stimmt. Das ist so dicey. Egal, wir versuchen das. Ich glaube irgendwie an meine Jungs. Ich würde Walder nehmen, wo auch immer deine Karte liegt. Ja, okay. Hier anlegen. Eine Wunde mal klicken. Ja. Dann würde ich einen Sudden Charge spielen. Wie zu erwarten, alles klar. Ja. Mit. Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich bin mal lustig drauf. Alles klar. Und mach das mit den Crannogmen. Okay, passen die auch noch dazwischen? Müssten noch, ja. Ich hatte es eben. Ja, müsste dazwischen. Müsste eigentlich. Ja, sollten. Genau. Ich meine, das andererseits sorgt das halt voll dafür, dass ich dann nicht auch so. Ist das alles dumm? Okay, nee, ich mach's mit den, okay, mit den anderen, mit den Shields und spiele einen Devastating Impact dazu. Zwei automatische Runden. Ja. Alles klar. Vulnerable bist du auch. Macht das Spaß. So, du bist jetzt nicht in der Sichtlinie. Wir haben sechs mächtige Würfel. Das wiederholen. Sechs. Doch nicht zu verachten für sechs Würfel. Oh, ich bin gar nicht schrecklich. Nee, das ist super. Ja. Dann auf die 5 und 6. Ja, 5, oder? Warum hast du? 5 und 6 verteidige ich doch. Achso, genau, ich hab nur 6 verstanden. 5 und 6, genau. Genau. Sind schon mal 5 Runden. Hm. Da du jetzt direkt sterben könntest, wenn du die eine nicht hättest, würde ich dich bitten, neu zu würfeln, die 6. Die eine, okay. Ja. Ja. Genau. Sterben könnte. Ich verteidige halt immer noch auf eine 6.
Ja, habe ich gehalten. Mhm. Okay. Dann würde ich Tisho aktivieren. Mhm. Würde ihm auf die Schwerter gehen. Mhm. Mit meinen Cutthroats eine Attacke machen. Du wirst vulnerable. Na, no, dann habe ich noch 4 Attacken auf die 3+. Das sind 3 Treffer. Du darfst D3 blocken. Boah, komm her, bitte. 3, alles klar. Gut, dann würde ich jetzt nochmal zuschlagen. Ja. Den. Fünf. Yikes. Fünf Attacken. Hast du eben auch eingerechnet, dass Howland dort geht? Ich hab's nicht. Ah, nee, ich glaube nicht. Ah, ich meine, hat ja genau sowieso alles geblockt. Genau, ja. Tut mir in dem Fall leid. Dann ist es die Einheit. Okay. Glück auf den Befriedigungsknopf. Ah, Dopamin. Das ist Dopamin. Ja, dann würde ich den Search Force gestalten. Bis du auf die Token gehst. Genau, dass ich meinen Phanox natürlich die Sicht nehme. Ja, okay. Okay. Jetzt sind sie aktiviert. Genau. Du hältst mich aber auch schön auf Reichweite, um ehrlich zu sein. Wie bitte? Du hältst mich schön auf Reichweite. Ja. Hm. Ich glaube, ich würde meine Wardens aktivieren. Mhm. Hier ganz rechts außen die. Mhm. Und würde deine Outrider chargen. Mhm. Drin sollte ich eigentlich sein. Davon gehe ich aus, ja. 3. Ist jetzt gleich nur die Frage. So bin ich halt innerhalb von. Wohl, nee, du hattest ja schon deinen Order benutzt. Genau, leider ja. Das heißt. Du bist, deine Swords sind, wenn ich sie so stelle, auch noch in meiner Front. Ja. Das heißt, ich denke. Ich kann halt retreaten nach dem Angriff, ne, mit den Outridern. Ja, kann ich ganz kurz mal schauen, wo deine. Ja, dann, aber ich könnte mich auf jeden Fall danach noch. Ausrichten, ja. Ausrichten, genau. Und dann würde ich halt das Token einnehmen. Oh, das wäre schon etwas. Was sich lohnen würde. Was würdest du das Token? Ich würde das Token einnehmen mit einem. Einnehmen, ja. Genau, 5, 6. Dann sind wir bei 7 Attacken auf die 4+ mit Rewards. Fünf. Ich war gerade nicht ganz bei der Sache, Entschuldigung. Alles gut. 5. 5 auf 4. Möchtest du den Token ausgeben? Ich glaube, ich war ganz gut damit, dass der noch drauf liegt. Okay. Dann sind das schon mal 3. Fabelhaft, wie das da funktioniert. Und dann sind es nochmal 2. Ja. Schade, dass nicht noch 1 höher hättest rollen dürfen. Schon mal, naja, du kannst ja immer noch mehr gleich einen Rang nehmen. Das muss ich kurz überlegen. Du contestest ja ohnehin. Andererseits kann ich halt gut und gerne ein Weilchen halten. Ne? Ja, ich conteste, aber ich kriege momentan nicht den Siegespunkt. Wenn du genau rausgehst und ich draufgehe und du mir nicht den kompletten Rang runternimmst,
genau, kriege ich halt ein wichtiges Punkt. Ich müsste dann halt nochmal also relativ viele Ressourcen dahin allocaten, um das zu erreichen. Außerdem, wenn du mich angreifst, kannst du ja sowieso shiften, damit du für Platz machen. Genau. Sounds frei machst, ja. Wobei, ich müsste es in der richtigen Reihenfolge machen. Genau. Okay, gut. Dann haben wir das. Dann würde ich hier drüben mal die Palisade kaputt machen. Ja. Ich glaube, ich würde dich lieber die hier hinstellen. Nee, die Order von E ist nicht benutzt. Das ist die Defensive Order. Oder was meinst du? Ja, meine ich. Ja. Aber ich kann ja noch die drei Runden machen. Ja. Gut. Dann würde ich Aya hochheben. Ja. Star Wars hier direkt neben dran stellen. Obwohl, warte, ich glaube, ich will ihn noch ein wenig in die Mitte stellen. Bist du dran? Ich bin entschieden zu langsam auf dieser Tour. So, dann würde ich hier die Palisade zerstören. Ja. Du bist dann aktiviert. Ja. Gut, dann würde ich hingehen. Da kommt aber was. Ja, nur ich bin halt super langsam. Das ist vor allem jetzt in Clash of Kings echt eine Herausforderung, finde ich. Und es irgendwie, es ist zwar cool, dass die Champions of the Stack der Kavallerie sind, andererseits bist du halt verglichen zu anderer Kavallerie extrem langsam. Selbst der Vergleich zwischen 5er und 4er Kavallerie. Ja, klar. Das fällt natürlich gleich deutlich mehr ins Gewicht. Ja. Ich finde, 5 auf 6 macht dann immer so einen großen Unterschied, aber ich glaube 4 auf 5. Ich würde Bran und Rodo aktivieren. Ja. Swift Advance. Nee. Ich habe noch. Einfach einen March machen und kurz mal schauen, ob ich noch irgendwie Sweet Steven weiß. Ja. Ich könnte ja auch noch weiter gehen. Das war jetzt dann. So müsste es momentan nicht möglich sein, die anzugreifen. Und hier bin ich die aber in der Flank. Ja, okay. So, das Problem ist, ich würde jetzt hier die Cutthroats aktivieren und dann erkläre ich dir mein Problem. Beziehungsweise ich erkläre es dir gleich. Dass ich zwei Möglichkeiten habe, was zu spielen, mit theoretisch demselben Ziel. Ja, du kannst mir eventuell mehr Siegespunkte geben. Kannst halt einen March machen, wenn du. Genau. Ja, du, ja. Und wenn du die Cutthroat nimmst, kannst du 2 Punkte draus machen. Ja. Ja. Gut. Ich vermute mal, dass es mit den Champions sicherer ist. Ja. Andererseits, achso, du kannst ja eben marschen, ja, klar. Ja. Schon, ja. Aller Voraussicht nach ist das sicherer. Dann würde ich mal. Ich habe nächste Runde den ersten Zug. Soll ich diesen Kampf da jetzt? Du bist ja auch noch nicht aktiviert, ist das bescheuert. Gib mal deine scheiß Wards aktiviert, dass ich die mal chargen kann. Ja. Nick, dann würde ich hier deaktivieren meine Stormcrows.
Ja. Würde ein Manöver machen, so dass ich ein bisschen Seite gehe im Grunde. Aber die Bedingungen so gleich halte, dass du mich rein auf Seite legen. Sollte eigentlich reichen, ja. So, dass du weiterhin den Token verlassen musst. Sollte der Fall sein, ne? Korrekt? Mhm. Ja. Du bist dran. Das sind immer diese paar Millimeter, die dann doch einen extremen Unterschied machen können. Mhm. Wenn man auf die achtet oder nicht. Mhm. Die Sache, wenn ich es halt schaffen würde, deine Einheit halt zu töten. Ja. Mit dem versuchen. Wär's halt. Lass mich ganz kurz. Du hast noch deine Outrider übrig? Genau, meine Quinox. Quinox, okay. Du hast noch eine Karte in der Hand, alles klar. Dann würde ich hingehen, die Wardens aktivieren, die machen nichts. Nice. Ja, Siegespunkt ist ein Siegespunkt, das ist mir egal, wie ich den krieg. Ja, ja. Die Quinox werden aktiviert. Ja. Über. Nächste Runde erster Spieler. Alles klar. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was hier gibt. Hm. Das habe ich jetzt nur zwei. Keine Range, das ist nicht gut. Du hattest Star Wars Einheit nicht Weekend gemacht, oder? Wie bitte? Nee. So, okay. Dürfte das auch nicht reichen. Oh. Bräuchte ich es halt, dass zwei in Spielwelt, um mich beschießen zu können. Ja, das kriege ich aber nicht. Das kriege ich nicht. Also, so und so reicht es. Die Sache ist, wenn du dich sozusagen fast parallel hinter deiner Einheit genau so stellst. Ah, so, ich könnte jetzt noch rechts shiften, ne? Genau. Momentan. Du kannst ja hier. Seite. Dann sollte es eventuell reichen. Ich glaube, wenn die noch ein bisschen krasser Shift ist, dann... Genau, ich kann ja auch nach vorne gehen. Das ist ja noch okay. So komme ich ja. Jetzt müsste es reichen, ja. Ja. Und da ist jetzt auch nichts mehr, was aktivieren kann. Andererseits... Ja, die beiden Einheiten in der Aufstellungszone können halt noch aktivieren. Genau, ich meine aber... Ja. Ist das auch so weit, dass... Selbst das würde reichen. Kann ich mich nicht. Nun gut, du bist dran. Stimmt, du darfst dich ja nicht. Würde ich hingehen mit meinen. Nicht Flateman Champion of the Sext, würde ich die aktivieren. Ich würde For the True King spielen, das heißt plus 2 auf die Bewegung. Das heißt, ich bin automatisch drin. Plus 2 auf Bewegung, oder was? Ja. Ich darf mir eins von den drei aussuchen und dann würde ich mir das plus 2 auf die Bewegung nehmen. Ja. Kommt jetzt noch eine Haudland-Karte? Minus 2 auf die Bewegung? Nein, kommt nicht. Ah. Genau, also ich wäre ja automatisch drin. Ich müsste nur gerade schauen, ob ich einen Disorderly Charge bekomme. Ja, genau, warte halt, ich würde die Order nutzen. Genau, dann hätte ich einen Disorderly Charge sogar mit deiner Order. Oh, sorry. Da haben wir das Problem. Ja, genau, ich hatte ja schon geworfen, das wäre ein Disorderly Charge gewesen. Ich war einfach nur zu vorschnell, dementsprechend. Sollte man sich merken, nie zu vorschnell agieren. Trotzdem noch 8 Attacken auf die 3+. Mit Critical Blow. Und meiner
Alles klar. Das sind vier Treffer. Vier Treffer. Ich bin vulnerable. Ja. Brauche ich halt doch nicht jemals. Du hast eine 1 gewürfelt, dann wirst du auch noch wütend. Ja, da weiß man gar nicht, was legendärer ist. Ja, das. Juhu, ich habe meine erste Einheit getötet. Sweet. Okay, aber ich fühle mich halt echt nicht gut dabei. Komisch. Komisch. Dann darf ich mich... Ja. Paniktest laufen, dieses Spiel auf jeden Fall. Ich hatte mich gerade einfach auf das Objective draufgestellt. Ach so. Nur noch ein Siegespunktdifferenz. Nächste Runde. So, ich muss die ja aktivieren. Dementsprechend kannst du jetzt überlegen, ob du den Token ausgeben möchtest. Gute Frage. Ehrlich sein, zu sein, bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig. Du hast 8 und 6 Attacken. Das hieß, ich würde jetzt 2 Attacken nehmen. Revol. Ja, ich glaube, ich würde dir die 2 Wunden geben. Ja. Also 1, 2. Ich habe es gerade runtergenommen. Scheint vernünftig. Ja. Dann würde ich zuschlagen. Ja. Alles klar. Ja. 5 Attacken. Fünf Attacken auf die 3 plus. Das sind 2 gehen durch. Mhm. Noch ein Paniktest. Gut, den halte ich. Zumindest conteste ich dich. Dann würde ich jetzt Star Wars aktivieren, der würde einfach nach vorne marschieren. Ja, ich werde mit Dr. Ambush noch spielen. D3 plus 2, alles klar. Jetzt nicht mehr in Range von der Tally-Unit. Sind 5. Dann hat es das auch irgendwas Positives, die zu töten. Gleichzeitig. Hm. 5 auf die 5 plus. Sind 3 Leute. Und dann würde ich einfach so nach vorne marschieren, dass ich gerade so außerhalb von deinen 8 hier bin. Ja. Das heißt, mit dem Shift nach vorne solltest du mich nicht bekommen. Mal kleiner Spoiler, ich kann auch mit dem Pferd eine Free Attack. Ja, aber dann würdest du mich sowieso bekommen, dann ist es egal. Ja, ich meine, ich stehe auch so ein bisschen in einer schlechten Range von deinen kleinen Pferdchen. Ja, egal was du machst, böse ist böse. Genau, am Ende der Runde, du bekommst einen Siegespunkt, ich bekomme 2. Das hieß, du bekommst keinen Siegespunkt, nö. Stimmt. Ich hätte rechtmäßig einen bekommen, ja. Aber du hättest rechtmäßig einen bekommen, stimmt, da war ja was. Nein, wahrscheinlich nicht, weil du hättest so oder so contestet. Das fände ich definitiv gerne. Ja. Dann steht es 4-4. Das ist noch angenehmer, als ich dachte. Für mich. Gut. Karten abwerfen noch ganz kurz. Habe ich schon. Das hatte ich noch nicht. Alles. Ich würde noch Stacks Swift abwerfen. Und eine Karte nachziehen. Alles klar. Okay, dann genau. Bin ich dran. Genau, Runde 4, Start of the Round. Möchtest du was tun? Nein. Gut, dann bin ich dran. Ich würde meine Cranogram Tracker aktivieren und es wird dort anspielen. Alles klar. So, dass du Davos gleich angreifen kannst. Das ist mein Plan, ja. Weißt du, dass Countercharge für alle Attacken gilt und nicht nur auf Nahkampfattacken?
Das ist mir durchaus bewusst. Nicht, dass ich dich gleich überfahre mit irgendeiner Einheit. Ich kann die nicht hintereinander durchziehen, ne? Ohne zu... Ah, oder stimmt. Du kannst da dazwischen reingrätschen, stimmt. Genau, ich kann dazwischen reingrätschen mit einem Countercharge. Aber du kannst dich so rum hinstellen, dass ich kaum Möglichkeiten habe, dich zu chargen. Genau, das wäre möglich. Die Frage ist dann nur, naja, ich meine, du kannst einfach mit den Reitern direkt vorne rein. Ja, 10 Attacken auf die 3 Plus mit Critical Blow. Sollte wehtun. 10 Attacken? Also du kriegst plus 2 bei Countercharge? Nee, 8 Attacken auf die 3 Plus. Hatte ich 10 gesagt? Ich habe 10 gehört. Vielleicht war das auch nur mein Anzeichen. Das liegt ja in der Übertragung im Discord. Ach. Ja, das ist natürlich dann schade, nicht wahr? Mhm. Dann lass mich das kurz nochmal zurücksetzen. Okay, also, dann aktiviere ich die Swords. Ja. Ganz normal, so wie sie sind. Alles klar. Und würde einen Charge auf dich ansagen. Alles klar. Gut, und mache das. Ist nicht die falsche Einheit. Hm? Hattest du die überhaupt? Ah, okay, ja. Never mind. Wieso? Ja, ich war gerade irgendwie. Hatte ich im Kopf, dass du die Waren die in der Flanke? Weiß ich halt nicht. Hä? Kannst du kurz mal auf Cancel drücken, einfach? Ja. Sehr knapp, aber ja. Doch, sind sie. Warte mal. Ich sag ja sehr knapp, aber ja. Genau. Nee, ich war mir nicht sicher, du warst ein bisschen zu schnell für mich. Nee, also hast du recht. Hätte ich. Einfach mal sagen, welche Einheit was macht, damit wir das auch nachverfolgen können. Weil prinzipiell, ich hätte jetzt gesagt, Charge, ja, du chargest mich. Warte. Ja, okay, du siehst mich gerade so noch. Weil ich war mir auch nicht ganz sicher, ob du mich überhaupt noch siehst. Doch, das hatte ich geprüft. Alles klar. Nur jetzt ist bei dir wieder, wir haben noch einen Teil mehr jetzt. Nee, das kannst du wegmachen. Achso, das war da. Okay, ja. Gut, also. Und du bist mir, das wäre jetzt nochmal eine Sache, die ich testen wollen würde. Du bist mir in der Front mit deinem Davos, nicht wahr? So könntest du aber Platz machen nach da. Das wäre nicht gut. So, alles klar. Du Platz machen. Ja, okay, passt. So, okay. Dann würde ich die Order benutzen und Stark Fury spielen. Ja. Benutzen meine ich. Guck mal. Erst Stark Fury. Ja. Kannst du bitte klicken, dann würde ich Bran und Hodor jetzt direkt mit den würfeln. Ja. So, die 4 nochmal neu. Ja. Dann sind das minus 1 plus 2 plus 2, also 12. Genau. Warte, sind jetzt 12, alles klar. Das wären die 1 und 2 nicht, das wären 5, die ich kriegen würde. Zwei, drei, vier, fünf. Test. Einen Moment. Ja, also minus 1 insgesamt. Ja. Den halte ich aber sehr souverän, würde ich sagen. Sowieso. Dann war jetzt aber deine Einheit aktiviert. Genau, das war sie.
Ich würde Taiko nehmen. Auf die Schwerter. Ja. Dann würde ich meine 8 Attacken machen mit Critical Blow. Ja. Und würde, glaube ich, einfach so stehen bleiben, weil du ja schon aktiviert bist. 8 Attacken mit Critical Blow halt auf deiner Sword Swords mit meinen Champions of the Stack. Uff! Alter! Autsch! Alles klar, 10 Treffer. Das ist halt echt das Problem, was man mit Critical Blow hat. Dass es halt doch manchmal sehr swingy sein kann. Aber du hältst doch vergleichsweise gut. Das heißt, 5 gehen schon. Ja, noch gerade gar nichts ist. Ja, das reicht sogar. Sicher? Nein. Du hast so eine 7 gewürfelt, oder? Ja. Genau, plus 1, minus 1. Ich habe 6 gewürfelt. Ja, das reicht, ja. Gut. Ah, was wir beim nächsten Mal auch noch drauf achten müssten mit, was, das die Parry-Fähigkeit. Die hatte ich irgendwie. War nichts, ich habe aufgepasst. Ja. Nur das. Ich das im Hinterkopf behalte. Hier müssten noch rausgenommen werden, oder? Ja. Genau, mach. Ruhig mal. Jetzt sind sie weg. Gut. Dann bist du jetzt dran. Ich muss kurz mal eine Sache machen. Der 1 war jetzt nicht dabei, oder? Bei der Verteidigung für das Weekend. Nee, war, glaube ich, keiner dabei. Man muss voll aufpassen. Diese Einheit jetzt immer. Ja, es ist eine komische Fähigkeit irgendwie. Also ich aktiviere die, spiele eins auf Trans. Wegpacken. Ja. Zurück und zur Seite. So. So. Passt das so für euch? Ja, passt. Dann würde ich jetzt erstmal die Order benutzen und eine Attacke auf Davos ansagen. Fernkampf. Ich bekomme Rerolls, weil Davos aktiviert ist. Ja. Dann 5 Treffer schon mal. Und dabei bleibt's. Das könnte es trotzdem genügen mit der 2. Attacke, dass Davos dich stirbt diese Runde. Der Kerl hat jedoch noch nichts getan. 4. Kommt schon auf die Panik-Test an, denke ich. Ja. Den bestehst du? Ja. Dann die nächste Attacke. Nee, das war eine. Sollte 8 sein, ja. Wenn ich in der Zwischenzeit ein Einzelmännchen da war. Das sieht nicht so aus. Schauen wir mal. Sind wieder 5. Der Pal und der durchschnittlich hier. Was ist denn los? Fünf auf die. Nochmal 3. Wenn du jetzt auch noch bestehst, Janik. Ja, dann bestehe ich ihn. Richtig. Ach, komm, sterben. Ja, du darfst nicht immer meine komplette Armee töten. Ich fände das schon ein bisschen mies. So. Ich weiß ja nicht. Töte alte los! Gut, ja. Ich würde hingehen. Axel Florent auf. Wohl. Obwohl. Du hast doch gar keinen Token, bringt nichts, sie zu nehmen. Ja. Würde ich Shira hier drauf nehmen, dann würde ich auch ein Token auf die Einheit hier hinten legen. Obwohl die. Nee, ein Weekend Token auf deiner Outrider. Und würde bei. Die sind eigentlich gerade hier sehr sicher, wird, glaube ich, bei Davos nochmal 3 Wunden heilen.
Obwohl. Ja, bei Davos 3 Wunden heilen. Bist du dran? Also so. Dann kannst du nämlich nicht Crown zappen. Ja. Das ist ein wenig unvorteilhaft. Ein weiterer unschöner Nebeneffekt. Ja. Ich gehe hier rauf. Und das ist nett. Würde einen Token verteilen, und zwar ein hier. Ja. Und ich würde den guten Kollegen dann noch hier annehmen. Alles klar. Soll man? Ja, hier annehmen. Du hast echt Angst vor denen. Ja, Hardcore-Typen. Ich würde Axel Florent anlegen, aktivieren auf die Krone und würde deine Swords, die mit zwei Leuten einen Paniktest machen lassen. Ja. Insgesamt. Ich kann nämlich auch Elfen würfeln. Ha! Gut. Ich hätte noch Axel Florent anlegen dürfen. Ja. Wäre dann hier auf die Einheit von denen gegangen. Das, jetzt überrascht du mich aber. Nein, das wieder, gar nicht. Schon wieder. Ja. Gut, dann legen wir da. Ja, ich glaube, das muss ich tatsächlich machen. Ich lege Walter hier an. Ja, eine Wunde. Die Wunde hast du schon, ne, hast du noch nicht runtergenommen. Nee, absolut nicht. Weil das vorhin schief gegangen ist. Ja. Und würde meine Tracker nach hinten ziehen ein Stück. Alles klar. Warte kurz. Ich will noch in 12 von dir bleiben. Ja. Den auf. Ja, okay. Dann würde ich hingehen mit meinen Wardens, die mit deinen Outriders im Kampf sind, angreifen. Mhm. Auf die 5. 5. Das sind, ist ein Treffer. Ein mächtiger Treffer. Ach, warte mal ganz kurz. Dürfte ich den Move korrigieren? Ja, klar. Ich habe eine Sache nicht bedacht. Ich würde ein anderes Manöver machen. Ja, ich mache einfach mit denen ein. Alles klar. Vielen Dank. Dann darfst du noch deinen mächtigen Treffer versuchen zu verteidigen. Du hast einen Treffer gemacht? Ja. Oh no. Ah, es gibt gleich einen Panik-Test. Oh no. Der Anfang vom Ende. Ah, na gut, sie kann nicht. Doch, sie kann sterben. Ja. Ah, safe. Okay, ja. Du hattest ja deine Wunde drauf gemacht? Nee. Genau, deshalb kann sie ja sterben. Ich weiß nicht, ob da jemand... Nein, ich war noch nicht aktiv. Ich weiß nicht, so an gegnerischen Trace rumzufuschen, dann. Ich tue einfach nichts mehr. Ich habe bewegt also, die Einheiten auf. Du schaust nur noch zu. Genau. So, das war jetzt deine Aktion. Aktivierung, ja. Ja. Naja, warum nicht? Was soll der Geiz? Ich werde mit Shaggy Dog einen Angriff ansagen. Gegen die Wardens? Ja, das überlege ich eigentlich irgendwie immer noch. Wie sieht denn das aus? Du hast natürlich auch gut die Schwerter blockiert. Kugelmann, ich werde einen Charge auf deine Cutthroats ansagen. Alles klar. Also ich mache mal viel Manöver. Stehe dann hier. Und
weil ich es kann und ich gerade nicht sehe, wo ich es brauche. Ich es da drüben. Genau, ich greife einfach an. Alles gut. Alles klar. Und drin bist du automatisch. Überall bekommst du auch. Mhm. Genau. Gut, zwei Würfel. Ja. Zwei Treffer. Alles klar. Spekulierst schön auf den Paniktest. Man sieht's doch. Beide verpatzt. Ja. Zwei. Und dann noch ein Paniktest. Mit minus 3 auf verpotzt sind noch 2 weitere Wunden. Alles klar. Mhm. Mit meine Wardens hier drüben aktivieren. Okay. Möchtest du irgendwas spielen? Nein. Alles klar, dann. Ich freue mich auf deine Ankunft. Der Charge. Scheibenkläster. Den sollte ich aber geschafft haben. Ja. Gerade so. 100%. Es kann doch nichts mehr schief gehen heute. Absolut nichts. 7 Attacken auf die 4 Plus. Ohne Reroll natürlich. Alles klar. Gut. Wenn du schlecht würfelst, stirbt danach meine Einheit. Also mir gefällt es nicht. Ja, aber jetzt kann sie gerade nicht sterben. Also. Ja. Mach bitte eine Wunde. Danke. Unglaublich, unglaublich stabil. Ja. Hm. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mal, was du wärst, du hast keine 1. Alles klar. Dann bist du dran. Geht der Punkt da frei? Ich glaub's halt. Und das Problem ist, du kommst nicht dran. Zumindest im Moment nicht. Naja. Ah, okay. Na gut, wenn das sich so darstellt, weiß ich zumindest, was ich tue. Ich hier stehen oder will ich? Ich will, glaube ich, hier stehen. Ja. Ja. Und ich will den Rückzug für meine Dudes hier freilassen. Okay. Alles klar. Genau, ich würde meine Cutthroats aktivieren, würde dann auch ein Stax Resilience spielen, also die 3 plus eine Wunde heilen. Ja. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall meinen Rang zurück. Also nochmal 2 zusätzliche Attacken. Die sind dann wieder auf voll. Sieht so aus. Ja. Die muss aber engaged sein dafür oder muss die auch noch aktivieren? Ich muss engaged sein dafür. Das heißt, auf Davos Einheit wäre es jetzt nicht gegangen. Genau. Und dann würde ich sagen, 8 Attacken. Oh ja. Auf die 3 plus. Das sind 6 Treffer. Mhm. Das heißt, im Schnitt müsste jetzt dein Wolf das zeitliche segnen. Im Schnitt, ja. Kann auch mal überdurchschnittlich würfeln. Natürlich kannst du das. Ja, kann ich. Nee. Kommt jetzt ein Northern Nimbus? Ja, würde ich schon machen. Genau. Dann habe ich noch einen Siegespunkt mehr. Bei 5. Hm? Ja. Nicht durch Northern Nimbus, oder? Nee, aber durch deine Einheit, die gestorben ist. Genau, ich würde hier erstmal. Also musst du gleich auf die gleiche Unit gehen? Was denn? Das Heilen? Du weißt ja, dass du nur eins entweder heilen darfst oder genau. Ja, ich überlege gerade, ob das ja, passt schon. Dann, genau, nehme ich die von den Krönox runter. Alles klar. Ich würde jetzt einfach hingehen, die kurz entlocken und einfach hier hinschieben.
Wieso? Wenn du halt in meiner Front bist. Relativ sicher. Okay. Wohl, warte. Sechser Bewegung hast du. Nevermind. Dann würde ich, glaube ich, hingehen. Die so hinstellen. Genau. Mhm. Alles klar. Genau. Dann würde ich den eine Attack-Action machen mit den Körnerpunkten, die gerade jetzt wieder aktivieren können. Auf Davos würde 2 Zoll shiften zur Seite. Alles klar. Dann kann Davos diese Runde nochmal versuchen. Hoffentlich. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ja. Ach ja, du hast ja den Reroll noch. Ja, ich weiß. Den brauche ich auch. Nur 3. Das wird echt knapp. Ja. Sollte es vielleicht. Nur für 3 Treffer. Hier nicht selbst. Ja. Da halte ich sogar noch 2. Alles klar. Ja, ich kann ja nicht drüber lachen. Also. Nee, weiß ich. Das war jetzt auch mehr so ein. Dann müsstest du jetzt mal den dritten Paniktest verkacken. Vielleicht mit dem. Maybe. Ja. Den ersten von 3. Aber nein. 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 Auch nicht. Nein. Na gut. Genau, dann aktiviere ich meine Champions of the Stack. Mach meine 8 Attacken gegen deine Swords. Attacken gegen die Swords. Auf die 3 plus mit Crit. Gut, das sind halt nur 3 Treffer. Das könnte ich ja überleben. Ja, könntest du. Bin ich jetzt bei 6 Siegespunkten? Jetzt wirklich, ja. Und darf mich dann noch bewegen. Würde mich so. Aber ich kann nicht die Order ziehen, ne? Jetzt bin ich in 12, also du kannst draufmarschen. Alles gut. Weil drauf gehen. Ja, aber wenn. Ja, aber die Sache ist, es war ja mit meinen Champions. Ja. Jetzt, beim nächsten bist du dran und dann bist du in 12. Mit Davos. Genau. Ja, das, ja, und das geht. Wenn ich mich bewege, ja. Wenn du dich genau. bewegst. Ich würde aber tatsächlich die D3 auf die Champion of the Stacks nehmen. Jetzt gerade? Ja. Alles klar, dann kann ich ja. Die so ja, wegbewegen, dass ja. Davos gleich draufkommen könnte. Auf jeden Fall, kannst du machen. Das sind dann 3. Mhm. 1, 2, 3. Alles klar. Ich muss gerade schauen, wie ich mich bewegen müsste mit Davos, dass ich hier so wird es klappen. 4 dann hier auf Seite gehen. Genau, dann kann Davos gleich einfach drauf marschieren für die 2 Siegspunkte. Dann würde ich mit Summer in die Seite laufen und hier einen Charge machen. Ja. Du solltest ja automatisch drin sein. Ja, perfekt. Alles gut. Ja, 2 Treffer. Alles klar. Das ist ein Fail. Das ist eine Wunde, dann noch ein Paniktest. Aber das heißt, ich conteste dich immer noch. Die Paniktests sind echt nicht böse. Gut, dann habe ich ja eigentlich nur noch Davos Einheit. Mit ihrer 6er Bewegung kommen sie auf jeden Fall auf das Tor. Na halt, du aktivierst die Spezialität an 10, du wirst Panik und kriegst einen Paniktest plus 2. Alles klar. Nimm es 1, weil du den Baum reichweite schützt. Das heißt, die Einheit ist tot. Ja. Stimmt, Geiz. Ja, das hatte ich gerade nicht bedacht. Dass es ja auch noch geht. Alles klar. Nicht, dass ich einfach die Hornland-Karten komplett vergessen habe.
ärgert mich gerade. Und ich aktiviere die. Ja. Und ich mache ein normales Manöver. Ich will mich ein bisschen pivoten. Ein bisschen dumm hingestellt. Ja, so gut. So. Tabletop spielen in der Corona-Zeit. Ja. Gut. Hast du noch was? Nee, ich kann durch, ne? Du kannst durch, ja. Du hast nur noch deine Outriders übrig, oder? Das ist richtig. Du kannst dir erstmal entscheiden, ich muss dir aktivieren, möchtest du den Token ausgeben? Ich glaube, ich behalte ihn nach gleich für deine Attacke. Okay. Bei Töten werde ich mich mit dem Token nicht. Deine Attackanzahl reduzieren werde ich auch nicht. Aber du kannst halt doch mehr Schaden machen, wenn du gut zuschlägst. Das ist. Aber du darfst das Token theoretisch ausgeben auch. Ja, nee, lass mal. Danke. Das wird nächste Runde. Sehr witzig. Ich hätte es hier vor allem auch klüger machen können, weil ich hätte das. Wohl, naja. Nee, war schon richtig. Eigentlich war es schon richtig. Was denn? Nee. Also ich hatte ja die nochmal zurückgezogen, um eben vom North Remembers zu profitieren, was ich ja auch habe, auch wenn es frecherweise nicht geklappt hat. Ich habe übrigens 6 Treffer. Dann darfst du alle wiederholen. Mhm. Das sind nur 2 Treffer. Ja. Das sind sogar 2 Saves. Das sieht ganz so aus, ne? Unverschämterweise. Naja, aber das verzeihe ich dir, das ist so. Ja. Andere Dinge. Gut, okay. Dann können meine Stormcrows noch aktivieren und zuschlagen. Mächtigen 5 Attacken und du bist immer noch vulnerable. Ja, schon wieder, oder? Ja. Nö, immer noch 4. Ich glaube, das Prädikat mächtig trifft es damit schon mit. Mhm. Wie viel waren es jetzt? 5? Ja. Das würde ich aufnehmen, denke ich. Das denke ich mir schon fast. Ah. 2 Wunden. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Dosenöffner. Hashtag Dosenöffner. Nö. Plastikgabel. Eine Plastikgabel eher. Ja. Gut, haben wir. Weiter geht's. Gut. Du kriegst einen Punkt. Genau, 1, leider, statt 2. Am Ende der Runde würde ich Countercharge abwerfen. Ja, ich schmeiß Winter's Coming ab, glaube ich. Ja. Winter's Coming gegen Baratheon. Ich weiß, aber was soll denn noch so? Ich habe nicht so viel große Charge-Aussichten in der Runde, weißt du? Ja, ich weiß. Das ist gut, dann ziehe ich nochmal 2 Karten nach, jetzt am Anfang von der nächsten Runde. Eigentlich würde ich gern heilen, andererseits würde ich dir gern Schaden machen, aber ich glaube, heilen ist ein besser. Ich würde hingehen mit Shira. Die Wolf-Zone gehen. 3 Wunden bei meinen Champions of the Stack heilen und einen Weaken Token deinen Kranik Trackern geben. Mhm. Bist du dran? Wenn ich was machen will. Du müsstest halt. So 6 hier lang gehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, sollte. Also so. Aber jetzt kann ich halt nicht move'n eigentlich, ne? Weil ich halt zu nah dran bin. Ja, es ist doch nur am Ende Ich muss am Ende des Moves, ja. Ist recht. Stimmt.
darfst dich halt nicht zu sehr pivoten, weil du sonst, momentan sehe ich dich halt noch. Ah, ich hab auch nicht gemessen, ich trottel. Weil dein Move war korrekt, du müsstest halt nur... Ich hab nicht gemessen, ob ich 6 Zoll gelaufen bin. Ja, du bist, glaube ich, recht genau. Ne, ich hab einfach nicht gemessen. Also, ja. Ich kann nochmal Undo machen. Tut mir leid. Ja, so sehe ich dich nicht. Ja, passt auf jeden Fall. Aber so kann ich. Nee. Ja. Oh Mann. Du kannst ja noch den 2 Zoll Shift machen. Stimmt, ja. Das heißt, solange du nur 2 Zoll in mich reinragst, kannst du jetzt den 2 Zoll Shift machen. Auf das Seite gehen. Also zu Richtung meiner Aufstellungszone. Ist halt das Problem, dass halt Davos dich chargen könnte. Ja, aber er hat ja noch. Also er kann ja nicht direkt chargen, ne? Muss ja auch noch eine Runde was machen. Also, um es kurz zu machen, ich gehe mit World of Frey. Aus freiem Manöver. Genau. Wobei, World of Frey habe ich jetzt ja gerade gar nicht, weil du bist First Player, ne? Genau. Ja. Aber es gibt eine Wunde. Ach, komm. Also, du stehst halt momentan nicht auf dem Token drauf, das ist das Problem. Ja, das ist okay, aber ich blockiere ihn. Dann würde ich den. Also, würde ich jetzt die Order ziehen. Ja. Und 2 Zoll sozusagen hier aus der Sichtlinie shiften. Beziehungsweise so weit, wie ich muss. Ja. Order anklicken. Den Weak Token habe ich, das ist so. Genau, du kriegst eine Wunde hier. Ja. Und. Du magst echt meine Einheit nicht. Den nehme ich auch nicht. So. Sechs, die darf ich bestimmt neu würfeln. Ja. 2. Alles klar. Die 2 sollte ich doch überleben können. Aller Voraussicht nach. Dürfte es der Fall sein. Wieso würfelst du dir 3 mit? Ja, gute Frage. Ah, du kriegst schon mal eine Wunde? Ich krieg schon mal eine Wunde, ja. Gut. Ja. 3 Attacken. Sobald man sich nicht dran hält, geht es wieder schief. Ne? Genau. Ja. Aber den Paniktest halte ich. Das habe ich von denen nicht anders erwartet. Den Token kann ich aber jetzt holen. Ja. Gut. Ich kann es aber auch so spielen. Ich glaube, ich aktiviere die Champions of the Stack. Ja, mache ich. Ich gebe dir mal noch den Howland zurück, das noch. Ja. Oh ja, danke. Und würde dann Parley spielen. Das heißt, ich gebe eine Aktivierung aus, um deiner Einheit Krennicman in Aktivierungstoken zu geben. Das heißt, du bist aber auch aktiviert. Genau, ich bin auch aktiviert. Und ich mache halt kein freies Manöver, ich bleibe einfach so stehen. Weil wenn ich das freie Manöver mache, kriege ich halt, weil ich noch die 3 Wunden, die möchte genau. Ich nicht. Ja. Da vertraue ich jetzt einfach auf einen guten Verteidigungswurf. Ja, das ist vernünftig. Dann muss ich das... Nee, kann ich nicht. Gut, okay. Dann nehmen wir das Angebot an. Ja. Legen ihn hierauf währenddessen. Und vielleicht verhauen die ja auch irgendwann zufällig ein paar. Das ist möglich. Ja. Aber erstmal müssen wir die Wunde machen. Genau. Kann nicht mehr wollen. Ja. Aber es sind 5.000. Wie viel? 5. Achso. Genau, und in dem Moment shifte ich natürlich mal. Na klar. Dann sind es bei mir eine Wunde. Das heißt, wenn ich jetzt schlecht würfel, habe ich meine Einheit weg. Also nicht, dass ich dir das wünschen würde oder so, aber... Aber du hättest nichts dagegen. Könntest du schon mal... Ja. Naja, naja. Ist ja dein erstes Spiel, die müssen auch zeigen, dass sie geil sind. Genau.
glaube, ich würde Axel Florent aktivieren. Axel Foley, ja, okay. Würde. ihn auf die Krone setzen. Ihn an die Outrider anlegen. Und. Das finden die auch geil, die Outrider, ne? Das glaube ich schon. Und würde, glaube ich, deine. Obwohl die Krennics stehen halt. Krennics sind halt auf 7, die sind halt auch auf 7. Ich glaube, ich würde deine Outrider einen Panik-Test machen lassen. Ich hab gemacht. Ja. Sind tot. Ich weiß nicht, wie viele Panik-Tests ich schon mit 3 verkackt habe. Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass sie es überleben, also vielleicht 1 oder 2 Wunden kriegen, aber halt nicht, dass sie halt sterben. Weil sie noch mal reinkommen können, meinst du? Ja. Genau. Dann gehen wir hier rauf. Und wir geben den Büchsen hier drüben. Alles klar. Du bist dran. Ich glaube, ich würde sogar Davos einfach aufstellen. Ja. Vielleicht so, macht er dieses Spiel mal was. Genau, Davos ist einfach nur gestorben. Nee, ich retreate jetzt. Sag mal, dann passiert nichts. Oh Mann. Ja, aber dann komme ich auf jeden Fall auf das Talken. Recht sicher. Ja, und... Ja, also ich brauche nur noch 2 Siegespunkte, dann habe ich gewonnen. Und das mit den Cutthroats werde ich aller Voraussicht nach halten. Sei dir mal nicht so sicher, ne? Ja, das stimmt. Deswegen, ich aber muss auf irgendein Token kommen und das in der Mitte kriege ich nicht. Der Wolf ist aber halt auch ein sicherer Siegespunkt. Ja. Insofern. Auch wieder mal. Das ist ein 6er Move, ne? Ja. Ja, also ich wäre automatisch drin. Nicht. Also das stimmt, hast du auch wiederum recht. Du müsstest halt irgendwie schaffen, den Wolf zurückzuziehen und mit deiner Outrider dann halt meine Wardens runterzukloppen. Nicht gleich als das. Ja, und die sind ja auch noch wunderbar. Also so unwahrscheinlich ist es mit auch. Mit Quichtling tatsächlich. Ja. Ist, glaube ich, auch das Beste. Ja. Auch wenn nur von 10, ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. 6 ist hier. Ey, ich bin so darauf konditioniert, dass das. Ja. Ja, dann will ich mich gerade pivoten. Ja, dreh ich doch mal. Okay, das wird sogar nicht passen. Aber was ich machen kann, ist. Was tust du da? Gerade schauen. So, ich würde mich einfach pivoten und jetzt als nächstes meine Aktivierung wäre jetzt, die Wardens hier zu aktivieren. Ja, warte, immer mit der Ruhe. Du würdest auf jeden Fall dann nochmal einen Panik-Test bekommen. Das dachte ich mir schon. Ja, so ähnlich. Panik-Test. Panik mit Panik-Token, genau. Genau. Den würde ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die. Ne, den würdest du schon nicht bestehen. Ne? Dann wären es schon mal 4 Wunden. 1, 2, 3. Nehmen wir. Das dachte ich mir, dass du den freiwillig nimmst. So, gerade. Ah, warte, hau nicht noch raus. Ich hab. Bei mir leckt es gerade leicht. Sorry dafür. Ein bisschen nach vorne. Dann. Nicht um du. Das reicht schon. Okay, dann bin ich dran, dann würde ich, machen wir das so und machen wir das. Das ist jetzt schon wichtig. Sind die drin oder sind die nicht drin? Was? Sind die innerhalb von 11 oder sind die nicht innerhalb von 11?
Gute Frage. Ich vermute mal, wenn du leicht pivotest, sind sie innerhalb von 11. Okay. Gut, dann stelle ich mich so hin. Ja. Ja. Ich würde, glaube ich, die Einheit von den Wardens hier aktivieren. Würde mit denen angreifen, mit denen dann auch shiften. Kannst du machen. Also, möchtest du deine D3-Wunden machen? Nee, kann ich nicht, weil das muss unengaged sein. Ah, okay. Genau, 7 Attacken auf die 4+. Jetzt verlassen mich die das. 6 Treffer. So viel zum Thema Durchschnitt. Ja. So, jetzt müsste ich durchschnittlich 3 saven. Ja. Hast du auch getan. Ende stehst du. Ja. Trotzdem hast du die 3. Das war dann jetzt meine Aktivierung. Hm? Das war meine Aktivierung von der Einheit. Dann bist du dran. Mhm. Dann würde ich jetzt meine Swords aktivieren und Devastating Impact spielen. Um meine Einheit dazu töten? Genau, da würde ich deine Champions chargen. Das heißt, ich kriege 2 Wunden. Sind schon drauf. Das heißt, du musst mit 8 Attacken noch 2 Leute töten. Genau, und ich kann noch die Order benutzen, also ich krieg noch die 3 dazu. Ich vermute mal, dass du das auch gerade noch tust. Ich würfel mal den Schaden für mich. Ja. 2. Kannst gerne klicken. Alles klar. 1, 2. Dann hoffe ich, dass ich 2 Wunden schaffe. Mich würde es wundern, wenn du es nicht schaffen würdest. Mich wundert ja gar nichts mehr. Ja, waren schon ein paar gute Saves von mir dabei. Ja, alles gut. Also minus 1 plus 2 sind wieder 12. Ja. Plus dann noch die von Hodor, hast du schon drauf gehört? Genau, das, die habe ich schon aufgegeben. Also 2 plus 2. So, 12. Das sind 10. Das ist nur gerade so, ne? Halt auf die 2 plus. Ja, das meine ich ja. 1, 2. Ja, genau, Durchschnitt. Ich darf noch einmal auf dieses Teil drücken. Warum? Das kannst du doch gleich auch noch für die Dings machen, für die. Ja, abwarten. Das ist halt auch alles nicht safe. Ja. Gut. Was denn jetzt aber der Fall ist, meine Cutwards hier drüben können dich chargen. Das Spiel beenden. Was kannst du? Ich kann deine Stormcross chargen mit meinen Cutwards. Das kannst du machen, ja. Ja, das werde ich auch machen. Ich vermute mal, du nimmst deine Order, damit ich auf Disorderly auf 1 und 2 habe. Warte. Du kannst. Ja, drin bin ich auf jeden Fall. Warte, ganz kurz. Ja. Genau, du aktivierst die, ich spiele Cranok Traps, dann bist du auf jeden Fall vulnerable. Weakened. Ja. Genau. Und du hast minus 2 Movement, das heißt, du hast nur noch ein 3er Movement. Ja, die Sache ist, ich kann einfach den Charge machen, wenn ich ihn verpatze, bleibe ich genauso stehen, wie ich. Genau, wenn du den Chat machst, würde ich die Order natürlich benutzen. Natürlich. So. Ich habe tatsächlich nicht gecheckt, dass du dich bewegt hast. Eine Wunde ist schon draußen. Dann darf ich chargen auf die 3 plus. Drin. Dann wirst du vulnerable, weil du noch nicht aktiviert bist. Genau, dann habe ich 8 Attacken. Genau. 8 Attacken auf die 3. Hast du gerade wirklich 9 Siegpunkte? Ich meine, jetzt hast du wahrscheinlich eh genug, aber. Nein, ich habe eigentlich 8 Siegpunkte. Gut. Genau, mir fehlt. Ich bin die ganze Zeit noch im Kopf, dass mir 2 fehlen. Ja, das habe ich übersehen. Ja,
Das mit den Stormcross? Ich habe nicht gesehen, dass du geschiftet bist. Ja. Alles gut, mach. Wie was geschiftet bist? Also, dass du dich neu aligned hast. Doch, da hatte ich dich doch noch gefragt, ob du die Chronic Traps spielen wolltest. Aber was hier damals nicht ging. Ja, genau. Ich hab's, also, nee, ich habe das schon mitbekommen. Ich habe es nur nicht irgendwie registriert, glaube ich, in meinem Kopf, was das bedeutet. Was man... Ja. Es war gerade so noch genügend Platz da für die Cutthroats, dass sie sich halt gesehen haben mit so einem Zipfel. Es war ein bisschen blöd, dass es halt nur so ein Mini-Zipfel ist. Aber funktioniert. Dann mach mal. Gut. Auf die 3 Plus mit Reroll. Ich habe noch einen Recon Token. Ich habe 7 Treffer. Darf ich aus? Dann sind es 5 Treffer. Okay. Dann würde ich dich die 3 wiederholen lassen. Das sind. Okay. Dann bekomme ich 2 Siegespunkte. Ich krieg noch die 3 Wunden. Ich habe ja einen Rang von dir zerstört. An welcher Einheit übrigens? Wie bitte? An welcher Einheit machst du die Wunde? Ich würde es in diesem Fall tatsächlich an den Cola-Dosen machen. Was? Dann würde ich jetzt hingehen, die leicht auf Seite stellen und das war's. Weil mit der minus 2 Bewegung komme ich definitiv nicht mehr auf das Token hin. Dann bist du dran. Gut, dann noch den habe ich noch. Okay. Du solltest auf jeden Fall noch auf 8 Siegespunkte kommen. Die Runde. Ja. Ich hätte ja auch einfach ihn rausschmeißen können. Ich hätte ihn ja. Recon. Nach der ersten Attacke. Gut, du hast ja aufgestellt? Ja. Ich bin gerade am Überlegen, was ich noch habe. Ich habe ja nur noch Tycho, dann aktiviere ich Tycho. Macht vermutlich keinen Unterschied. Warte mal. Du möchtest auch meine beiden Cola-Dosen töten. Um bei beiden potenziell gut erreicht sein, ja. Mhm. Irgendwie. Gut. Dann habe ich nur noch die Cutthroats hier. Die marschieren so weit wie es geht nach vorne. Und pivoten noch minimalst. Bist du dran? Noch mal nach. Würfel mal für den Charge auf die Polar mit meinen Swords. Ja. Wäre drin. Moment. Ja, ich stelle nur schon mal in die Richtung. Ja, ich panik, Alter. Alles klar. Ja, dann muss ich dann allein. Verdammt, ich hätte mich mit denen noch leicht nach hinten bewegen sollen. Naja. Aus Fehlern lernt man. Ja, ich auch. Alles klar. Aber dafür spielen wir das, ja. Sachen zu testen und für sonst was zu haben. Sieben Attacken. 7 Treffer. Gut. Dann auf die 3 Plus. Wow. Das sind 5. Dann stehen noch 2 Leute bei mir. Das war unerwartet. Also nicht, dass ich Leute verliere, sondern dass ich
Ja, so 2 bis 3 hatte ich halt geschätzt. Ja, aber den Panik, das verstehe ich. Das heißt, immer du musst schon mit irgendwas anderem ankommen, um die zu töten. Ja. Dann bist du jetzt fertig, kann das zu Ende spielen, ne? Ja, ja, du darfst es zu Ende spielen. Ich kann halt noch Taktikkarten spielen. Ja, ja, das ist richtig. Gut, hier komme ich Auto auch ohne Leichenberg rein. Ja. Dann würde ich mit den Charge ansagen und Winter's Coming spielen. Ja. So, warte mal, ich mal suchen. So. Naja, aber zumindest gilt dein Winter's Coming noch. Genau, das gilt ja sowieso. Vorher. Dementsprechend. Na, es ist nicht ganz egal, wie ich allein. Warte mal, was tue ich eigentlich? Warum wollte ich so allein? Achso, weil. Nee, was ist. Ach, Entschuldigung. Kann ich. Das war schon in Ordnung. Ja. So, ich darf nicht rerollen. Das haben wir geklärt. Ich ist ja auch schon spät, oder? Ja. Okay, 8. Gut, kann man mal hinlegen. Dann sind es 3, die schon mal durchgehen. Token ausgeben, den Vulnerable Token. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Geh nochmal 2 durch, ist ja einer tot. Okay. Kriegst du einen Siegpunkt bis bei 7? Ja, kann drauf. Scorest dann nochmal 2. Durch die Objectives. So, warte, ich kann ja noch mit dem Jaggy Dog. Mit dem Wolf, ja. Angriff da hinten machen. Das heißt, du musst jetzt mit dem Wolf. Genau, komme ich rein. Ja, ja. Sollte es doch automatisch drin sein. Ja. Alles klar. Zwei Verteidigungswürfel auf die 4 plus. Ja. Wenn es gleich sein. Das Spiel entscheiden. Oder zumindest nicht in die Länge ziehen. Den einen darfst du ja wiederholen. Ich will gar nicht mehr als den Durchschnitt. Ich will gar nicht mehr als den Durchschnitt. Oh. Oh, okay. Dann stand meine Einheit nicht. GG. Genau, du bist am Ende auf 9. Zwar hast es am Ende doch noch echt spannend gemacht. Ja. Ich danke dir vielmals, das war cool. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Spiel. Und, ja. Und ich werde jetzt schleunigst ins Bett gehen. Ja. Unsere Aufnahmetermine haben sich doch sehr in den Abend verlagert, habe ich immer so das Gefühl. Gut. So, dann alle, die zugeguckt haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Champions of the Stack gefallen haben, was ihr insgesamt von dem Spiel haltet. Genau. Und macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.